kann einfach nicht sein, dass diese Frau seit Jahren durch jede Talkshow gereicht wird, überall ihr Nonwissen zum Thema Vermögen, Erbschaft, Reichtum, Steuern verbreiten darf und niemals irgendwo ein Unternehmer oder ein reicher Mensch da auch irgendeinen Widerspruch gibt, sondern nein, die Presse nur voll des Lobes und der Auszeichnungen ist, weil sie natürlich genau ihrem Narrativ entsprechen, nämlich, dass man eigentlich alles an Vermögen und Reichtum viel härter umverteilen und steuern muss. Tax me now! Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Aber, ja, da haben sie die Rechnung natürlich hier ohne den Aktien mit Kopfwirt gemacht, weil wir werden ganz klar jetzt mal reagieren auf ein Video, was mir gestern meine Freundin geschickt hat, wo sie gesagt hat, boah, da regt es mich auf, ja, und es wird vielen Leuten so gehen, die das sich anschauen. Und die Frage, warum man sich darüber aufregt, das werden wir auch noch in diesem Video gleich klären. Aber bevor wir das Video anschauen, muss ich ganz kurz noch eine Einordnung machen, wer eigentlich Marlene Engelhorn ist. Und zwar ist sie nämlich nicht einfach irgendeine Erbin, sondern ist sie eine Nachfahrerin von keinem Geringeren als Friedrich Engelhorn. Und falls ihr diesen Namen noch nicht gehört habt, Friedrich Engelhorn war Gründer der badischen Anilin- und Sodafabrik AG, die da heute heißt BASF. Richtig, eines der größten deutschen Unternehmen überhaupt. Ja? Und ja, dieses Vermögen wurde dann irgendwann durch den Verkauf der Böhringer Mannheim-Anteile an Hoffmann La Roche im Jahr 1997 mit 11 Milliarden Euro ja, einfach dotiert. Das heißt, sie haben ein extremes Vermögen dann daraus noch gemacht. Und sie wird, also Marlene Engelhorn, wird aus diesem Vermögen einen zweistelligen Millionenbetrag erben. Wahrscheinlich also irgendwas im mittleren bis höheren zweistelligen Millionenbetrag, würde ich jetzt mal schätzen. Und das scheint sie allerdings ziemlich stark zu wurmen. Deswegen hat sie auch diese Tax Me Now-Kampagne und so weiter ins Leben gerufen und tritt halt regelmäßig in Talkshows auf und sagt halt, dass es wichtiger wäre, die Vermögenssteuern extrem nach oben zu regulieren und Reiche eigentlich im Endeffekt keine wirkliche Ahnung haben. So zumindest in diesem Video. Schauen wir doch einfach mal kurz rein. Reiche kennen sich mit nix aus. Müssen sie auch nicht. Moment mal. Reiche kennen sich mit nix aus, müssen sie auch nicht. Denn sie können alles kaufen. Okay, dann müssen wir jetzt schon zum ersten Mal kurz stoppen. Der erste große Fehler, den nämlich Frau Engelhorn hier macht, ist, dass sie nicht differenziert zwischen einem unwissenden Reichen, potenziell einem Erben, der nicht gelernt hat von seinen Eltern und seinen Großeltern, wie man mit Vermögen und Reichtum umgeht, und einem Erblasser. Ja, weil das ist auch das, was in diesen Debatten häufig untergeht, wo es immer um Erben geht, dass sie ungerechtfertigt an Geld kommen und so weiter. Aber die Debatte niemals beim Erblasser anfängt, was aber so wichtig ist, weil der Erblasser oder die Erblasserin, wie man ja korrekt sagt, die müssen das Ganze ja erstmal erarbeiten. Ja, ohne Vermögen, ohne dessen, dass jemand vermag, etwas zu tun, das ist genau das Gegenteil von keine Ahnung haben, kann kein Vermögen entstehen. Ich kenne einige reiche Leute, die sich ihr Reichtum selbst erarbeitet haben und die, ja, arbeiten grundsätzlich mehr als die durchschnittliche Arbeitszeit in Deutschland beträgt. Immer. Ich kenne keinen einzigen, der seinen Wohlstand selbst erarbeitet hat, der faul auf der Haut liegt. Kein. Nada. Und diese Menschen können auch in der Regel sehr viel. Ja? Und auch diese Fußballer, die so viel verdienen und so, können eben eine Sache sehr gut, nämlich mit einem Fußball umgehen. Und das können sie besser. Das sind die absolute Elite, wenn es darum geht, mit einem Fußball den ins Eck zu köpfen oder irgendwo damit umzugehen. Gut, aktuell mit Deutschland und Fußball sieht es aktuell nicht so gut aus, aber trotzdem ist es eben eine Fähigkeit, die belohnt wird am Markt. Durch Angebot und Nachfrage, durch die Entscheidung von Millionen von Bürgern, dass sie sagen, ja, das ist mir sehr viel wert, das möchte ich sehen oder da möchte ich den Fernseher anschalten.
Das wird nicht an der Elite-Uni irgendwo am Reißbrett entworfen, wer oder was wie viel verdient, sondern das ist der Geldbeutel der Bürger und der Menschen, die dadurch eine Nachfrage erzeugen, weil sie sagen, jawohl, das will ich. So. Und wenn man jetzt nicht differenziert und sagt, es gibt einen Erblasser und dieser Erblasser, der hat im Verlauf des Aufbaus dieses Vermögens schon Dutzende an Steuern und so weiter bezahlt. Der hat schon mehrfach jemals alles abgegolten, was er irgendwo genommen hat. Ja? Ich sage immer, wir bräuchten eine Flat Tax von Einkommensteuern, von Vermögenssteuern und so weiter. Von allen Steuern eine Flat Tax. Warum? Weil du sowieso schon in absoluten Mengen viel mehr zahlst, wenn du mehr verdienst. 15% oder 20% von 100 Millionen sind eben mehr als 15% von 100.000 oder von 20.000. Ja? Abgesehen von den Freibeträgen, die sowieso jedem zustehen. Und wenn man jetzt dem Erblasser während des Aufbaus seines Vermögens ständig sagt, das, was du da machst, ja, das gehört dir alles irgendwann mal nicht mehr und da darfst du nicht drüber entscheiden, was danach mit dir damit passiert, dann sagt er irgendwann, na gut, dann wandere ich eben aus und mach es dort, wo ich es darf. Oder aber, ich habe gar keine Motivation mehr und ich baue es gar nicht mehr auf. Oder aber, ich verprasse alles vorher, aber ganz bestimmt gebe ich es nicht euch, weil ich habe im Laufe der ganzen Zeit so viel erarbeitet und das ist auch der Grund, warum es meine Freundin so stört oder mich so stört, meine Freundin, die mir dieses Video geschickt hat oder andere Menschen, die vielleicht noch gar nicht auf einem Multimillionen-Level sind oder so, die es trotzdem stört, weil es einfach ein tiefes Ungerechtigkeitsgefühl auslöst, wenn du weißt, wie viel du aufopferst, wie viel du gibst täglich für deine Unternehmen, für deine Leidenschaft, auch für das, was du anderen Kunden und anderen Menschen damit bringst und so und dann irgendwie jemand hast, der selber nichts geleistet hat, ja, der dann sagt, das kann man dir alles wegnehmen und das muss viel höher besteuert werden. Ja. Also bitte, Frau Engelhorn, nicht von sich selbst immer auf andere schließen. Es gibt sehr viele Reiche, ja, die sehr viel können. Da darf man nicht immer von sich selbst auf andere schließen. Reiche können keine Erlagsscheine ausfüllen. Ich, Millionenerbin, habe 2 Jahre gebraucht, um das zu lernen. Also muss ich erst mal googeln, was ein Erlagsschein ist, weil die Österreicher haben ja häufig einen anderen, ja, andere Ausdrücke für irgendwas. Also zum Beispiel, es heißt ja auch bei denen nicht Aldi, sondern Hofer und so. Also es gibt immer andere Worte. Aber ein Erlagsschein, Leute, das ist nichts anderes als ein Zahlschein. So, und sie will mir jetzt sagen, sie hat 2 Jahre gebraucht, um einen Erlagsschein oder so einen Zahlschein auszufüllen. Da denke ich mir, okay, tatsächlich gibt es manche Dinge, die Reiche wohl nicht können, nämlich eben in manchen Fällen wohl ihre Kinder so erziehen, dass sie selber auch mit Finanzen umgehen können. Das ist ja das Ergebnis davon, wenn man sich nicht um die eigene Erziehung erkundigt. Aber ich kann dir sagen, mein Sohn, der ja auch gerade hier ist, wir werden gleich schön in den Wasserpark gehen und so, der wird jetzt bald 11, ja, und der hat ökonomisch gesehen schon wahrscheinlich in vielen Dingen mehr Wissen über gewisse Themen als Frau Engelhorn. Und der kann auch ohne Probleme Zahlscheine und andere Dinge ausfüllen und passt auch in Mathematik in der Schule ziemlich gut auf. Ich mache auch kein Online-Banking selbst. Sie rufen jemanden an, der das Online-Banking für Sie macht. Ich muss nicht mal komplett rechnen können. Ich habe den ganzen Berater in den Staat geerbt. Okay, hier muss ich schon wieder Pause machen, ja? Also, als Reicher, wenn du nicht richtig rechnen kannst, ne? Ich meine, ich war in Mathematik auch nicht gut. Ich bezeichne mich übrigens auch nicht als reich, sondern vermögend. Ja, ich habe ein Vermögen irgendwo zwischen 2, 3 und 5 Millionen. Ja, ich bin aber kein Superreicher. Aber ich bin noch auf dem Weg dahin, hoffe ich zumindest. Ja, und ich war in Mathe aber auch nie gut wirklich in der Schule. Aber eine Sache habe ich gelernt. Ich sage immer, das ist das Barkhornsche Gesetz. Ja, und zwar immer, wenn es ums eigene Geld geht, dann bist du auf einmal vom IQ her deutlich, deutlich über deinem normalen IQ. Warum? Weil es dein eigenes Geld ist, was du verdient hast. Auf einmal sind deine Rechenfähigkeiten, dass ich mir manchmal denke, so, wow, krass, Prozentrechnung habe ich mir selber beigebracht. Wahrscheinlichkeitsrechnung, all diese Sachen, wo ich in der Schule nicht aufgepasst habe, habe ich mir nach und nach selber beigebracht. Auch hier verkennt sie wieder den Unterschied zwischen Erblasser, zwischen Selfmade und zwischen dem, der es vielleicht geerbt hat und nicht gelernt hat.
Das ist aber nicht die gesellschaftliche Verantwortung oder die Schuld irgendwie von allen anderen, die es richtig korrekt gelernt haben oder ihren Kindern richtig beigebracht haben. Ja, das ist in dem Fall nur die eigene Schuld. Und wenn man selber nicht rechnen kann oder keinen Erlagsschein oder Zahlschein ausfüllen kann, da ist das noch keine Begründung, um ständig zu sagen, hey, wir müssen die Steuern für Reiche irgendwie hochsetzen, weil die nichts können. Ja? Und das feedet natürlich so rein in den Strom an Nachrichten dann von den Leuten so, du bist die einzige Millionärin, der ich das Geld gönne, denn du setzt dich für das Gute ein. Ich liebe diese Frau. Sie hätte es nicht besser auf den Punkt bringen können. Ja, all die Leute, die selber keinen Plan haben davon, die dann das auch noch glauben und sagen so, ja, die Reichen, die sind doch eigentlich dann ziemlich ungebildet und die können doch eigentlich gar nichts, weil Marlene Engelhorn ist ja reich und die hat es gesagt, deswegen muss es ja stimmen. Ja, aber dann ich kann euch mal einladen, ja, hier kommt, und das ist jetzt kein Spaß, an alle Leute von denen, die da kommentieren oder auch an Marlene Engelhorn, kommt mal gerne hier auf die Insel, ein kleines Praktikum machen hier bei der Barcon Finance SL und dann werdet ihr mal so richtig eine Woche lang lernen, wie man arbeitet. Ja, und ihr werdet auch eine gute Bezahlung dafür bekommen von mir. Und werden wir mal eine Woche so eine kleine Challenge machen, ja, jeden Tag morgens um 6 aufstehen, dann loslegen mit dem Skripten, mit den Videothemen, mit den Recherchen und dann wird mal gearbeitet. Und zwar nicht irgendwie bis 11, wo man dann erstmal eine Cappuccino-Pause macht und so. Nein, dann wird einfach mal richtig gearbeitet eine Weile. Und dann erklären auch gleichzeitig sich so ein paar Dinge, wie zum Beispiel, dass man eben Betriebsvermögen nicht vererben kann mit Steuern. Ja, also, dass es keine Versteuerung von Betriebsvermögen geben kann. Da gebe ich gleich ein Beispiel. Wie komme ich jetzt dazu? Nun ja, auf der Tax Me Now-Ebene, Website, da steht, steuerliche Privilegien, die nur bestimmte Menschengruppen zustehen, nämlich auch eben, dass man Betriebsvermögen zu einem großen Teil steuerfrei vererben kann. So, und dieses Non-Wissen, wie ich es sage, was hier immer entsteht, ist, dass sie glauben, dieser Reichtum, diese 11 Milliarden und so, die wären einfach nur auf dem Konto zur freien Verfügung. Ja? Aber auch ein Elon Musk mit relativ liquiden Aktienvermögen hat dieses Vermögen nur so lange, wie er die Anteile hält. Wenn jetzt Elon Musk all seine ganzen Tesla-Aktien auf den Markt schmeißt, das hat man doch in den letztes Jahr wunderbar gesehen. Twitter-Kauf, Elon Musk muss Tesla-Aktien verkaufen. Was ist jedes Mal mit Tesla passiert mit den Tesla-Aktien? Rums, der Unternehmenswert geht in den Keller erstmal. Ja? Er wurde nicht umsonst von Bernard Arnault dann erstmal überholt. Ja? Das heißt, ein Vermögen, der kann nicht einfach seinen Betrieb oder seine Aktien einfach abstoßen, ohne einen gewaltigen Abschlag auf das Vermögen erstmal hinzunehmen. Und wenn du jetzt das hat der Staat an dieser Stelle intelligent gemacht, dass er gesagt hat, naja, wenn die einen Betrieb haben, wo viel von dem Vermögen gar nicht so einfach auch zu bewerten ist, ja, ich gucke mir meine eigene Firma an, ja, und ich überlege mir, wie hoch ist eigentlich der Anteil an jetzt nicht liquidem Vermögen von dieser Firma, der besteht vielleicht bei 75-80%, weil der Wert sich dadurch zusammensetzt, dass ich weiß, über welche Themen ich welche Videos mache, dass ich weiß, mit welchen Unternehmen ich welche Kooperationen eingehe. Das heißt, bin ich weg, ist 80% des Unternehmenswertes weg. So, wenn du jetzt sagst, diese Firma, die ist je nachdem, wer es gerade betrachtet, 2-3 Millionen oder so wert, ja, und die muss jetzt jedes Jahr so und so viel Steuern zahlen, da muss ich sagen, okay, soll ich also jedes Jahr einen Teil von meiner Hirnmasse abschrappen oder was und zahlen? Weil auf dem Konto liegt das Geld nicht dafür. Oder soll ich einen Kredit nehmen von der Bank am besten, damit ich die Steuern zahlen kann im besten Fall noch, ja? Und deswegen biete ich es nochmal an, ja? Eine Woche Praktikum, um all dieses ganze Non-Wissen mal aufzuklären. Das ist mein voller Ernst, ja? Ich muss auch keine Steuern machen. Ich brauche mich um keine Fristen scheren. Alles, wirklich alles, was mit Geld zu tun hat, wird uns abgenommen, obwohl reichen. Ach so, und übrigens noch mit den ganzen BeraterInnenstäben und so weiter. Ne? Naja, wenn du dich hier als Reicher nicht auskennst, dann wirst du natürlich hier auch schön geschröpft von denen. Ja? Also wenn das Erste, was passiert, wenn man ein bisschen Geld aufs Konto kommt, ist, dass erstmal dein Telefon klingelt und dir angeboten wird, hier Private Banking und hier, hast du nicht gesehen, haben wir noch das Angebot und wollen sie nicht noch hier was nehmen und so, weil natürlich die Bank in dem Moment weiß, ey, du hast jetzt hier einen zahlungskräftigen Kunden und wenn wir von dem irgendwann 1-2% im Jahr abzwacken, ja, dann
ist es schon mal gut für diesen Berater-Innenstab, ja, aber nicht für den Reichen unbedingt, wenn du dich da nicht informierst. Und jetzt fragt man bei meiner Bank, wie viel die von meinem Vermögen bekommen. Genau das absolute Minimum, was irgendwie geht. Das ist auch, was mein Freund Zittelmann immer sagt. Ja, er geht zur Bank und sagt, hey, ich will nur die Bankfunktion nutzen, ich will keine Beratung. Ja, weil eben wir Vermögende sind, Zittelmann sehr viel mehr vermögend als ich, die mit ihrem Geld halt eben haushalten und umgehen können, die auch das Online-Banking selber machen können. Und ob ich dann irgendwann sage, hey, das ist eine Sache, wo ich mich nicht mehr drauf fokussieren will, weil ich jetzt was anderes machen will noch zusätzlich, dann delegiere ich das. Das ist übrigens auch eine Kompetenz. An wen delegiere ich eigentlich was und wie geht der damit um? Ja, das wird von ihr so hingestellt, als Reiche müssen nichts quasi selber machen, ja. Nichts selber machen müssen, dürfen Reiche aber zu allem was sagen. Man geht automatisch davon aus, dass wir was Sinnvolles beizutragen haben. Nee, man geht nicht automatisch davon aus, wie man ja jetzt mittlerweile sehr, sehr, sehr einleuchtend an diesem Beispiel sieht. Wir uns auskennen. Wie beurteilen wir die Zukunft des Landes? Was sagen Sie zur wirtschaftlichen Entwicklung? Ihre Meinung zur Globalisierung? Was müsste Ihrer Meinung nach die Regierung tun? Dabei wissen wir die einfachsten Dinge nicht selbst. Nehmt uns und unsere Meinung nicht so wichtig. Reiche werden unsere Probleme nicht lösen. So, also haben wir es nochmal abschließend hier festgehalten. Reiche werden unsere Probleme nicht lösen. Jetzt muss ich auch noch eine weitere kleine Wahrheit ansprechen. Es ist auch nicht die Aufgabe von Reichen, alle eure Probleme zu lösen, sondern es ist eure Eigenverantwortung, eure Probleme zu lösen. Ja? Und politisch gesehen ist es auch nicht die Lösung, den Reichen mehr und mehr immer wegzunehmen, weil dann hauen sie irgendwann ab und dann wird der Kuchen insgesamt kleiner und dann ist auch für all die ganzen Umverteiler weniger da. Das ist immer das Blöde, auch am Sozialismus, meinte ja Margaret Thatcher damals, dass irgendwann das ganze Geld der anderen Leute einfach alle ist, was man ausgibt. Ja, und im Sinne von irgendwelchen Idealen von anderen Menschen nimmt, um es anderen zu geben. Weil nichts anderes ist es ja, wenn ich eine Vermögensteuer habe, wenn ich immer mehr und mehr verlange und mehr nehme. Ich nehme das Geld von einem Menschen und gebe es nach meinem aktuellen Entscheidung einem anderen Menschen. Ja? Aber die Menschen können meistens mit dem Geld viel besser umgehen, als es eben ein Staat oder so tut. Guckt euch einfach euren privaten Garten an und guckt euch einen öffentlichen Park an. Was sieht besser aus? Wo liegt weniger Müll? Na? Dreimal dürft ihr raten. So, und jetzt müssen wir einfach nur noch am Ende festhalten, dass man unbedingt hier auch in diesen Diskussionen mitmachen sollte und mal ein bisschen aufklären sollte, wie man finanzielles Wissen und so weiter aufbaut. Weil ich denke mir jedes Mal, ich kriege auch diese Videos ständig von euch geschickt und so auf Instagram und so. Und ich denke mir dann irgendwann, okay, muss ich jetzt auch mal ein Video dazu machen. Aber das hat natürlich nur eine begrenzte auch Zuschauerschaft. Ja? Und es kann auch nicht sein, das mache ich auch den Unternehmen selbst, diesen Vorwurf immer, dass sie wirklich bei jeder Sache mitmachen, überall die Fahne schwingen, ist ja auch okay, sollen sie ja machen. Aber dann soll auch bitte einer mal rauskommen und sich ein bisschen unbeliebt in der Öffentlichkeit machen und einfach mal ein bisschen für Fakten sorgen und für Aufklärung. Weil das, was hier einfach verbreitet ist, wird, das ist halt einfach mit der Realität nicht vereinbar.